Ihre Trauer, Ihre Verzweiflung, Ihre Wut lähmten Sie aber nicht. Im Gegenteil, Sie sprangen Sie immer mehr zum Handeln. Ständig entwarf Sie neue Pläne, wie Sie, vor allem auch mit künstlerischen Mitteln, eine Änderung der Situation befördern könnte. Die persönliche Krise, in die sie geriet, als sie nach 2 Jahren schließlich einsehen musste, dass sie nichts ausrichten konnte. Dass es eher schlimmer als besser wurde. Dass die Mauern wuchsen, die Gräben tiefer wurden. Dass die Lage hoffnungslos verfahren war. Und als sie sich entschließen musste, aufzugeben, zurückzukehren nach Deutschland. Diese persönliche Krise war vielleicht die größte in ihrem Leben. Zusammen mit Peter und Stella wurden die Koffer und Container erneut gepackt und geschlagen kehrten sie zurück nach Grafing in Oberbayern. Welche Ironie! Welches Scheitern! Welcher vervielfachte, weil wiederholte Verlust von dem, was in ihrem Herzen als Heimat gelebt hatte. Seit Herbst 2009 ist sie also wieder hier. Für mich persönlich und ihre vielen, vielen anderen Freunde in Deutschland ist es eine große Freude, sie wieder zu haben. Aber es war kaum zu ertragen, zu sehen, wie sehr sie litt. Wie sehr dieser Schicksalsgrabenbruch ihre sonst so unauslöschliche Lebensfreude in sich zu verschlingen schien. Nach meiner Wahrnehmung dauerte es fast ein Jahr, bis ihr Licht wieder zu scheinen begann. Nicht, dass sie in dieser Zeit untätig geblieben wäre, das liegt ihr nicht, das kann sie nicht. Im Gegenteil, mit einer gewissen Ruhelosigkeit stürzte sie sich in neue Projekte, knüpfte an Altes an, zum Beispiel ihre Band Klezmorim, die wir schon gehört haben und später nochmal hören werden. Aber ihre Aktivität hatte irgendwie an Farbe und Glanz verloren, lief fast mechanisch, wie ferngesteuert. Sollte einen das verwundern? Wohl kaum. Wer, wie Merit Sommerfeld, mit so viel Liebe zu den Menschen ausgestattet ist, mit so viel untrüglichem Gerechtigkeitssinn, mit so viel Aufrichtigkeit und mit so viel Glauben an eine bessere Welt, wie soll der nicht fast zerbrechen, wenn er feststellen muss, dass die eigene Kraft nicht ausreicht, um inakzeptable Verhältnisse zu verändern. Wenn er sich das Scheitern der liebsten persönlichen Träume ebenso wie das der großen Wünsche für die Gemeinschaft der Menschen eingestehen muss. Und so war ich in tiefer Sorge um meine Freundin in diesem Jahr. Aber Sie ahnen es schon, wir wären heute hier nicht beisammen, um diesen wirklich besonderen Menschen zu ehren, wenn es dabei geblieben wäre. Wenn diese Geschichte nicht langsam, aber umso sicherer, eine erneute Wendung genommen hätte. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was es war, das Nirits Licht wieder zum Leuchten brachte. Ich weiß, dass die Liebe, Treue und Freundschaft ihres Mannes Peter einen großen Anteil daran hat. Und natürlich die Liebe ihrer Mutter Ahuva und ihrer beiden Töchter Lili und Stella. Auch die Liebe ihrer Freunde und Künstlerkollegen dürfte eine große Rolle gespielt haben. Aber es muss noch etwas anderes in ihr sein. Ich glaube, es ist der Auftrag, den sie hat, den sie einfach nicht los wird. Der Auftrag, der in ihr Leben eingeschrieben ist, wie mit Flammenschrift. Der Auftrag, den Weltengrabenbruch auf und in dem sie aufwuchs und lebte, zu schließen, den Riss zwischen den Völkern und den Menschen zu heilen oder, um es mit ihren eigenen Worten zu sagen, Brücken der Liebe und der Freude zu bauen zwischen allem, was schmerzlich auseinanderklafft. Und so haben ihre Projekte jetzt an Kraft und Tiefe noch gewonnen. Ihr politisches, menschliches und künstlerisches Engagement ist noch mitreißender und begeisternder geworden. Und auch ihr ansteckender Humor ist wieder da, nicht die geringste unter ihren Gaben, die sie so rückhaltlos verschenkt.
Die Ehrenleute eine Frau, die einfach nicht anders kann, als ihrem Auftrag treu zu sein. Auch wenn der Preis, den sie dafür zu zahlen hat, manchmal völlig unerschwinglich scheint. Auch wenn die Kräfte manchmal zu versagen scheinen. Wir ehren eine Frau, die auch aus großer Seelenverdunkelung und Verzweiflung wieder aufsteht und weitergeht. Und zwar wie? Wir haben das schon ein kleines bisschen erlebt, wir werden es später noch mehr erleben, wenn sie singt. Sofern sie es kann, wenn die Rührung ihr die Stimme nicht verschlägt. Liebste Nerit, ich fühle mich geehrt und glücklich, dein Freund sein zu dürfen. Und ich wünsche dir und uns und der Welt, dass die vermeintlichen Realisten beschämt beiseite stehen müssen, wenn sie feststellen, es gibt eben doch, bei allem Bedrohlichen und Entsetzlichen, das sich immer gieriger um uns auszubreiten scheint, keine größere Macht als die der Liebe und der Versöhnung. Die Heilung des Bruchs ist möglich. Wir brauchen viele Nerits. Wir brauchen dich, Nerits.